Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder auf der Rehbach und wir sitzen in unserem Deutz und sind gerade dabei, noch das Grasfeld, das zweite hier anzusehen. Dann bin ich hier eigentlich mit dem, was ich auf diesen beiden Feldern machen wollte und was ich dieses Jahr machen wollte, eigentlich auch so weit durch. Aber nichtsdestoweniger habe ich noch ein bisschen was für euch. Und zwar springen wir hier mal zu dem Fend, denn ich habe Kalk geholt für das nächste Feld. Und dann ist mir ja aufgefallen, mein Gott, da steht ja noch was neben natürlich dem Gesteinsbrecher, der uns ja auch Kalk bietet, gibt es hier eine Produktion, die kann man kaufen für 50.000. Und diese Produktion ist wieder mal so Kalle-like, muss man einfach sagen. Denn, lass mich mal kurz schauen, hier steht er doch, da sieht man, was Sache ist. Hier steht der LKW, diese Produktion, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wofür eigentlich dieses Teil hier ist, wo ich immer durchfahre. Diese Produktion macht uns also Mischration, Schweinefutter, Saatgut, Dünger und Kalk, wenn ihr dann die entsprechenden Sachen hier einwerft. Also so sehe ich das. Oder muss man das anliefern? Nein, Mischration wird nicht angeliefert, Schweinefutter auch nicht. Aber auf jeden Fall kann man hier mit der Produktion arbeiten. Was genau, denke ich, werden wir im Laufe dieses Projektes noch herausfinden. Denn diese Produktion ist natürlich auch interessant hier zu erwerben. Jetzt aber erstmal mit dem Fend. Oh, Helfer H. hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das bedeutet also, der ist soweit durch. Dann werden wir hier gleich aufräumen. Mit dem Fend geht es jetzt aber erstmal Richtung unserem Ballenlager beziehungsweise unserer BGA. Denn das Grasfeld dort drüben, das ist sozusagen das Letzte, was hier noch, ja, aufbereitet werden muss. Das will ich dann im nächsten Monat tun, denn wir sind ja schon 16.37 Uhr und es wird gleich zu regnen anfangen, so wie es aussieht. Und deswegen und all derweil will ich hier mal soweit alles vorbereiten, die Maschinen dorthin bringen und dann werden wir in den nächsten Monat springen, denn den Tierchen geht es soweit gut und wir kommen jetzt auch hier gleich an unserem Hirtenhof vorbei. Unser Grasfeld, das wird jetzt auch dann bald wachsen und wir schauen mal kurz rein. Wir werfen mal einen Blick zu unseren Schafen. Der Hirtenhof, die Qualitätswolle aus Rehbach. Ich glaube, hier ist nur nichts zu sehen. Doch, Freunde, hier steht sie. Die erste Wolle steht hier. Ja, denke ich, denn ich flippe aus. Es darf nicht wahr sein. Die Tierchen arbeiten für uns. Sie arbeiten für uns. Hervorragend. Also, läuft, würde ich sagen. Läuft, so wie auch der Motor vom Fend. Und weiter geht's. Kontrollgang somit erfolgreich beendet. Also auch hier wird es bald losgehen. Da werden wir uns dann noch einen Stapelgabler holen, der dann die Paletten rüberbringt, die Wolle in die Textilproduktion. Ah, ich freue mich schon darauf, Geld zählen zu dürfen. Hier biegen wir rechts ab. Genau, genau, genau. Und dann geht es eben, wie gesagt, übers Gewerbegebiet, am Gewerbegebiet vorbei zu unserem Grasfeld. Jetzt ist uns ja im Multiplayer aufgefallen, ich muss ehrlich sagen, erst im Multiplayer, dass es ja hier zwei Molkereien gibt im Prinzip oder sagen wir es mal so, zwei Annahmestellen für Milch. Das eine ist natürlich die klassische Molkerei und dann haben wir ja da drüben, da waren wir ja schon ein paar Mal, die Hessenmilch und mit Sicherheit kann man eine von beiden kaufen und dann zu einer Produktion auch umgestalten, damit man dann mit Sicherheit Butter oder Käse herstellen kann. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke aber mal die Winke, winke. So. Ich denke jetzt aber mal, die Hessenmilch wird es nicht sein, oder? Doch, die kann man auch kaufen. Das ist sie, die Produktion, die man kaufen kann für 70.000. Dann gehe ich mal davon aus, dass man hier Milch, Käse, Butter. Hervorragend, dann ist das doch auch geklärt. Ist da irgendwas auf dem Lieferwagen? Nein. Sehr schön. So lernen wir langsam mal unsere Region kennen. Ich glaube, das geht aber vielen so. Wir waren schon überall in der Welt, aber unsere Region kennen wir nicht so richtig. Ja, müssen wir ein Auge aufhalten und dann einfach mal schauen, was hier so links und rechts am Wegrand ist. Zum Beispiel rechts unser Weizenfeld. Sehr schön. Und das wir zum Glück nicht spritzen müssen dieses Jahr. Denn ihr erinnert euch, wir haben gepflügt.
Apropos Pflug, auch da, wer die letzte Folge Oberschwaben gesehen hat, da hatte ich einen Tiefenlockerer mit einem Gruberansatz oder mit so einer Walze. Und da haben wir ja feststellen müssen, obwohl eigentlich gepflügt, ist Unkraut draufgewachsen. Ja, da muss ich sagen, damit war ich dann nicht einverstanden und das Gerät wurde wieder nicht nur verkauft, sondern auch der Mod gleich deinstalliert, weil das war jetzt nicht die Idee dahinter. Denn wenn wir schon pflügen und uns die, ich sage mal, die Arbeit machen, dann sollte auch dann entsprechend ein bisschen was herumkommen. Deswegen werden wir auch dieses Feld hier jetzt dann pflügen und ich weiß, was ihr sagen werdet, abgeerntet im nächsten Monat pflügen, dann ist es doch schon wieder im Wachstum. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt zu pflügen? Nein, denn die anderen zwei Felder habe ich gerade angesät. Das heißt, die werden dann im nächsten Jahr, glaube ich, erstmal in Wachstum gehen. Während das Grasfeld da drüben, was ja ein schönes großes ist, das ist gerade auch abgeerntet. Das heißt, das wird auch in Wachstum gehen. Ja. Und dann haben wir das andere Feld da drüben, das dann eine Stufe hinten dran ist. Und das will ich eigentlich auch so haben, dass wir dann die Grasfelder in unterschiedlichen Wachstumsstufen haben, sodass wir dann auch immer Ballen produzieren können. Übrigens, die Ballen von unserem neuen Grasfeld, die habe ich natürlich ins Ballenlager an der BGA gebracht. Servus Mädels! Und die werden natürlich dann dementsprechend aufbereitet und demnächst verarbeitet. Und ja, auch hier weiß ich, was ihr gleich sagen werdet. Aha, er hat angesät und danach gekalkt. Ja, es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich so. Aber okay, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich hier mit drei Maschinen unterwegs war und der Kalkstreuer war halt einfach zwischendurch leer bzw. musste aufgefüllt werden. Und dann war noch was übrig und haben wir gedacht, okay, dann machen wir doch das Feld auch gleich richtig. Während hier haben wir es richtig gemacht, wir haben gekalkt, wir haben schon mal Stickstoff draufgebracht, beziehungsweise genau, ein Stück weit ist Stickstoff schon drauf. Da haben wir Miste draufgeworfen. Hier seht ihr, da fehlt noch was. Also wir müssen auf jeden Fall im nächsten Monat beide Grasfelder noch düngen. Aber das werden wir erst im nächsten Monat machen. Hier packen wir erstmal ein. Der hat seine Schuldigkeit getan. Das Feld ist aber gekalkt und der Kalk ist auch eingearbeitet, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, wie gesagt, Motor aus. Wir bringen erstmal den Glas weg. Der Glas ideal, eben mit diesem Tiefenlockerer etwas mehr als 160 PS und der Tiefenlockerer braucht 130. So, hier muss man etwas langsamer fahren. Hier hat es jede Menge Schlaglöcher und Pfützen. Jede Menge. So, also hier sollte man nicht durch die Gegend brettern. Dann bringen wir das Maschinengel jetzt auch darüber. Sozusagen in die Pipeline. Und jetzt sehe ich auch gerade hier, das Ganze kann man auch kaufen, ne? Auch für 70. Die gute Dorfmilch, sehr schön. Also die liegt natürlich etwas näher, hat aber die etwas schlechteren Preise. So, wir fahren mal hier auf den Hof. Und stellen uns mal hier an. Am besten direkt in die Pfütze. Damit wir beim Aussteigen gleich Nase Füße bekommen. Hervorragend. So, dann nochmal hier über das Grasfeld gespurtet, wo ja sogar noch ein bisschen was rumliegt. Aber naja, passt schon. So, dele. Dann über das Feld der Zukunft. Ja, muss ich sagen, das wäre auf jeden Fall, da muss ich mal mit dem Klaus reden. Das könnte vielleicht dann demnächst unser Feld sein, direkt hier am Hof. Denn es ist auf jeden Fall von den Ertragswerten besser als das Feld, das wir hinter uns haben. So. Okay, Vorsicht. Ja, natürlich, der Deutsch kommt hier deutlich besser hier durch die Schlaglöcher. Aber deswegen sollte man trotzdem vorsichtig sein, auch wenn man eben noch eine Drille hinter sich herzieht. So, aber hier geht's jetzt wieder. Aber wer sich natürlich jetzt gedacht hat, okay, der Bahnfarmer wird hier noch mal richtig zuschlagen und Felder kaufen. Da diese Erwartung werde ich gleich mal ein bisschen drosseln. Wir haben noch 80.000. Mit Sicherheit wird das eine oder andere Gerät noch ausgetauscht. Und deswegen werden wir jetzt erstmal mit den Feldern arbeiten, die wir haben. Die müssen jetzt erstmal ausreichen. So, den lassen wir hier stehen. Genau.
Und dann denke ich, rennen wir in den nächsten Monat und dann geht es hier mit der Feldarbeit weiter. Im März waren wir und wir gehen jetzt in den April. Ja, das wären auch immer mehr. Also hier ist bald voll. So, Dele. Nee, keine Eier. So, hier geht's rein. Und ab die Post, 7 Uhr. Kurz ein Käffchen. Sehr schön, es ist früh am Morgen. Wir machen mal einen kurzen Kontrollgang. So. Gülle 4000, Stroh 14.000, Milch 7.000. Das heißt, wir könnten schon mal wieder ein bisschen was verkaufen. Wo kriegen wir denn im Moment gute Preise für die Milch? Führe die Milch. Im Moment das einzige Produkt neben den Silage. Na, nicht so gewaltig, ne? Da haben wir die Hessenmilch mit 2.100 und die Molkerei ums Eck. Oh, da gibt es im Moment bessere Preise. 2.127. Also nicht nur bessere Preise, sondern auch, ja, sehr schön. Ein kürzerer Weg. Sollen wir das schnell machen? Was ist denn sonst? 2.200. Ja, okay. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich irgendwie einen Schlepper, ne? Ja, das können wir schnell machen mit dem Deutz. Schuppdidu. Das können wir schnell machen mit dem Deutz, aber bringen auf jeden Fall erstmal den Kalkstreuer an den Start. Hier ist mehr Platz. Sehr schön. Und los geht's. Das heißt, hinten erstmal aufklappen. Ich hoffe, es sollte jetzt. So, also was ich gemeint habe, ist klar, jetzt haben wir hier im Wachstum. Aber wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall bearbeiten und ready machen, damit wir hier durch sind mit dem Thema. Wobei, ich will jetzt gerade mal gucken. Ja, pH-Wert ist okay. Aber wenn wir schon da stehen, dann machen wir es gleich richtig. Also, los geht's. Genau, da machen wir das auch gleich hier richtig. Ich meine, der Anhänger ist ja voll. Es ist bezahlt. Kalk wird sonst nur schlecht. Dann machen wir erstmal hier zwei Bahnen, beziehungsweise drei, und dann können wir den Helfer losschicken. Und dann haben wir hier wieder eine saubere Geschichte. So, auch hier hubbelt's. Weil da dürfte jetzt kein Problem sein. Da können wir auf jeden Fall mit dem Helfer arbeiten. Ah, da hat jemand ein schönes Saatbett gemacht. Erinnert euch, das Feld war meines Wissens gepflügt. Oh nee, das ist mit Sicherheit schon gewalzt. Das schauen wir uns auch gleich mal an hier. Wo wir gerade drüber gefahren sind. So. Ja, natürlich, da ist Mais drauf. Au, oh, das. Ihr denkt vielleicht gerade auch, was ich denke. Der Klaus, dem werden wir, sobald der Mais erntereif ist, glaube ich, ein Angebot unterbreiten, das er nicht ablehnen kann. Also das bietet sich ja wirklich an, dass wir uns dann dieses Feld gönnen, wenn der Mais reif ist. Darauf hätte ich nämlich Bock. Da fehlt uns natürlich der Maispflücker. Aber der ist ja für den Klaas, den wir haben in der Rehbach Edition, auf jeden Fall erschwinglich und bekömmlich. So. Dann einmal tiefenlockerer rein. Haben wir den Feldrand? Ja, den Feldrand müssten wir haben. Ja, man sieht ihn nicht immer. Aber so passt das. Nachteil von diesem Tiefenlockerer ist ein bisschen die Textur, muss man sagen, ne? Also eine schöne Pflugtextur wäre natürlich um einiges besser. Vor allen Dingen dann, wenn man anschließend mit der Direktsaatmaschine drüber geht, damit man auch sieht, wo man eigentlich angesät hat. So. Ja, der Klaus wird es verschmerzen.
Sehr schön, dann bringen wir den auch an den Start. Und dann setzen wir uns hier in den Deutz, lassen einfach mal. Ne? Ich überlege gerade, steht der hier gut oder steht der hier nicht gut? Ja, machen wir so. Lassen wir hier einfach mal mitten im Weg stehen. Sehr schön, dann flüchtet auch hoffentlich keiner vom Feld. Der müsste auch unbedingt gewaschen werden, habe ich so den Eindruck. Ah, zum Glück haben wir ja hier unseren Lampfstrahler jetzt. Ja, das ist schon allein, man sieht es an der Scheibe, ne? Dass er gemacht werden, dass er gepflegt werden muss. Jetzt haben wir wenigstens wieder den Durchblick. Ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Milchfass und einen großen Schlepper. Ich weiß, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber uns fehlt halt immer noch, ich sage mal, der kleine Hofschlepper. Und ich bin immer noch am Überlegen, soll es denn der Lindtrack werden? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte nicht schaden, denn früher oder später müssen wir ja auch Unkraut bearbeiten oder düngen. Das sind alles so Dinge, das kann man wunderbar, könnte man das mit dem Lindtrack machen. So, da will ich eigentlich gar nicht hin. Nee. So, der passt besser hier. Da wollen wir hin. Ein bisschen Bares machen. Passt nicht viel rein, aber es reicht. Dann bringen wir den mal rüber. Und bei Gelegenheit müssen wir ja auf jeden Fall noch unsere Felder düngen. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob wir noch schnell Silage machen. Ein bisschen Geld mit Silage, um dann tatsächlich den Lindtrack zu kaufen. So, einmal die Milch weg. Umweltbewertung sind wir jetzt etwas kleines bisschen schlechter. 7% durch das neue Grasfeld. So. Dann schauen wir mal, was hierbei rumkommt. 11.000, also 12.500. Roundabout. Dann bringen wir das Ganze wieder weg und dann sind wir auch schon wieder gleich einsatzbereit, um mit drei Schleppern auf dem Feld unterwegs zu sein. Sudele, wir werfen nochmal schnell einen Blick in unser Tiermenü und schauen mal, wie es den Schafen geht, beziehungsweise was die Schafe machen. Oh, Helfer H, das wird natürlich der Kalker sein. Ja, jetzt hätten wir den natürlich gut gebrauchen können hier für die Milch, dass der so schnell unterwegs ist. Und dann schauen wir neben dem Tiermenü auch nochmal schnell in den Gebrauchtshop, denn das sollte man eigentlich immer machen als erstes, wenn man in den neuen Monat geht. Schon wieder vergessen, weil vielleicht haben wir ja Glück. So. Ready for ankuppeln. Sehr schön, mal kurz den Motor aus. Oh, Squadra 1290. Ja, aber das übersteigt im Moment unsere Möglichkeiten. Aber hier diesen Frontlader, könnten wir den tatsächlich an unseren kleinen Fendt packen? Da muss ich mal überlegen. So, wir schauen mal jetzt bei den Schafen rein, was da geht. 411 Liter Wolle, hervorragend. 100%, so soll es sein. Gesamtkapazität, also da sieht man ja, die Schafe sind genügsam. Also da hebt auf jeden Fall das Material, was drin ist, sehr, sehr lange. Sehr schön, 30 Tiere, hervorragend. Und die werden sich auch bald, denke ich, vermehren. Auf jeden Fall die 20, weil die haben ja auf jeden Fall... Ah nee, stopp, Reproduktion. Die beiden werden sich vermehren. Das ist doch Wunderbärchen. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Stroh und Effektivität, alles gut, alles im grünen Bereich. Genau. Ja, hervorragend. So, Produktion, die können wir ausschalten.
Und unsere Stoff-Wolle-Produktion, die muss noch ein bisschen warten. So weit sind wir noch nicht, dass wir die Wolle rüberbringen können. Aber da freue ich mich schon darauf. Das sollte doch wohl hoffentlich dann im nächsten Monat passieren. So weit, so gut. Ich werde hier gleich mit dem Deutz über das Feld marschieren und hier noch das Grasfeld ready machen. Aber bis dahin sage ich erstmal wieder Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Euer Baden-Farmer.